Es war wochenlange Stille. Aber Zero, du hast doch am Wochenende ein Pack-Opening hochgeladen. Es war tagelange Stille. Die Leute fragten sich, wo bleiben die Pack-Openings? Hier sind sie. Hi guys und willkommen zu einem weiteren TCG-Pack-Opening hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe euch im letzten Video gefragt, überlegt euch mal irgendwelche neuen Hashtag für irgendwelche Tints. Und da war ein Hashtag, der mir sehr gut, ja, in die Karten gespielt hat. Und zwar haben wir heute die Herbst-Tints am Start, Leute. Ich habe mir das irgendwie spektakulärer vorgestellt. Und zwar haben wir heute die Herbst-Tints am Start, Leute. Mit Vulkanion und Merkinian. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Pikachu hat keinen Bock mehr. Und zwar haben wir die Herbst-Tints am Start, Leute. Die Herbst-Tints sind jetzt rausgekommen seit 2-3 Tagen. Ich habe die geschickt bekommen von Gate to the Games, habe mir sie aber auch selber bestellt, weil ich habe mir so gedacht, okay, es kommen Herbst-Tints raus, die bestelle ich mir. Und heute Morgen komme ich nach Hause und, oh, ein Paket. Und es war der Zettel drauf, Leute. Ein Paket? Für mich? Oh, Leute, ihr wisst, was das heißt. Auf jeden Fall, Leute, für mehr Pack-Openings drückt auf jeden Fall den Like-Button, zerstört ihn für die Herbst-Tints. Jetzt, wo es schon eisig kalt draußen ist, 8 Grad haben wir am Start, aber ich hoffe, dass unser Pack-Lag uns etwas aufwärmen wird und uns so einige Karten geben wird, die wir haben wollen. Ihr wisst ganz genau, welches wir aufmachen werden, das steht schon in der Überschrift, und zwar ist es das. Und zwar ist es Pikachu EX, Leute, mit einem atemberaubenden Artwork. Wir haben ja mehrere Artworks von Pikachu jetzt gehabt in der Red and Blue Collectors Edition. Dann in der Pikachu EX Box. Alter, Pikachu, es klaut echt jedem Pokémon das Rampenlicht, ne? Jetzt kriegt es noch eine Tin. Also, du bist echt ein bisschen, ja, du willst im Rampenlicht stehen, kann das sein? Egal, Leute, den Bad Boy werden wir aufmachen. Den habe ich auf jeden Fall nicht selber bestimmt, denn das habe ich auf Snapchat gefragt. Ich heiße das The Zero auf Snap, alles klein, alles zusammen. Da könnt ihr mich gerne adden und da schreibe ich auch mal solche Sachen wie zum Beispiel, ja, welche von den drei Tints soll ich als erstes öffnen? Und ihr könnt dann auch Sachen vorher erfahren, wann Videos kommen und was für Videos kommen. Deswegen, Guys. Aber ich würde sagen, wir starten los ins Pack-Opening. Lego! Und da haben wir die gute Tin, Leute. Aber sie ist noch versiegelt mit dem Plastiksiegel. Von daher, 3, 2, 1... Und da haben wir die Tin Guys von dem guten Pikachu EX. Die Tin gefällt mir sehr. Es sind sehr, sehr schöne Muster hier an der Seite drauf. Wir haben Vulkanion hier an der Seite, was ist nochmal ganz verziert. Ich kann nochmal euch den Fokus hier geben, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Dann haben wir das Pokémon-Logo. Dann haben wir Magiano nochmal hier auf der Seite und Pikachu auf der hier. Wunderbar, wir machen den Jungen natürlich sofort auf. Was für Booster hier drin haben, weiß ich selber nicht genau. Auf jeden Fall bekommt ihr einen Code, den ihr jeweilig einlösen könnt für Pokémon TCG Online. Und wir bekommen, was für Booster bekommen wir? Das interessiert mich jetzt. Wir haben einmal Dampfkessel, Schicksalsschmiede und Turbofieber. Okay, okay, okay. Schicksalsschmiede, da fehlt uns noch eine Goldkarte, Leute. Von daher haben wir die Mission Goldkarte auf jeden Fall noch in dem Set. Turbofieber haben wir im letzten Part, glaube ich, gehabt, ne? Oder? War das Turbofieber? Nee, es war, glaube ich, Dampfkessel, wo wir im letzten Pack-Opening haben wir im Dampfkessel eine Goldkarte gezogen. Zieht euch das auf jeden Fall rein, das war ein ultimativ krasses Opening. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Promokarte an. So, Guys, der Grund, warum wir diese Tin natürlich bekommen, beziehungsweise uns geholt haben, ist die Promokarte Pikachu EX. Check this out. Mega cooles Artwork einfach, wie es durch diesen Elektrosturm schwimmt fast. Es sieht ehrlich so aus, als ob es da durchschwimmt. Mit Donnerschock, Mega Donnerblitz und 130 KP. Sollte man nicht unterschätzen, packe ich auf jeden Fall zur anderen Pikachu-Box da hinten hin, in den Hintergrund. Und Guys, schreibt auf jeden Fall mal den Hashtag in die Kommentare. Hashtag Herbstins 2016, damit ich Bescheid weiß. Okay, Zero, das gefällt uns. Wir wollen sofort den nächsten Part haben mit Vulkanion oder Magiana. Schreibt es jetzt in die Kommentare und der Kommentar
Ihr könnt ja jeweilig einen Kommentar jeweilig reinschreiben in die Kommentare. Einmal Vulkane, einmal Magianer. Und wenn ihr den Kommentar seht, dann könnt ihr den Kommentar einen Daumen nach oben geben. Und der Kommentar mit den meisten Daumen nach oben wird als erstes geöffnet. Von daher, let go, guys! Wir fangen an mit dem Übeltal Break Pack. Vielleicht ist auch ein Übeltal Break drinne. Diese Karte haben wir ja bereits schon mal gezogen gehabt. Ist eine ultra geile Turbo-Karte einfach. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Wir haben Stalos Geistesbund. Da haben wir einen Vati, was fröhlich umherwatschelt. Bezauberndes Poffle. Oh, lecker. Jetzt auf Pudding wäre schon echt nice, aber leider muss ich ja diese JPEG-Opening aufnehmen gerade. Sneeble. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt so als Strafe mache oder so. Ich mache es natürlich auch Spaß, Guys. Krüppuck mit 70 HP nur. Das sieht echt ein bisschen schwach aus. Aber ist eine Reverse, die cool ist. Und dahinter ein Klick, die Klack. Digga, da war's da los bei dir. Bei dir rattert's noch im Kopf, oder wie? Wir gehen jetzt mal ein bisschen oldschool mit einem Turbo Fever Pack, Guys. Und vielleicht pau ich jetzt noch gleich mal ein Special Pack wieder raus, weil Special Packs sind immer die besten, wie ihr wisst. Wir haben zwar leider heute keine Elite Trainerbox wieder am Start. Ihr wisst ganz genau, die Elite Trainerboxen sind einfach super, Guys, super. Aber heute leider keiner am Start, deswegen heute kein magisches Hutpack. Aber egal, das sollte schon passen. Innevoltec, heftiges Pokémon, Knöchelhieb und Elektroschuss, 110 KP, das ist doch ein Monster. Dann haben wir ein Zirbutze, ein Lilminip. Alles klar. Traumato, der Kinderschänder. Da haben wir Flunkiefer als Reverse. Auch ein richtig geiles Artwork, wie es da vorbeispringt. Und da haben wir noch ein Zebritz. Das Zebra aus der Stromzone. Nicht aus der Tierhandlung oder so. Nicht aus der Stromzone, Geist. Das kommt daher. Herabstürzender Blitz. Und 100 KP. Wow. So, Guys, ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar das Bohnenpack. Ich weiß nicht, ob ich den Scheiß durchziehen soll. Ich werde bei der Reverse und Rare jeweilig eine Bohne essen. Ne, eine Bohne reicht. Eine Bohne reicht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchziehen soll, Guys. Wehe, es kommt Hundefutter oder so, ey, dann sterbe ich. So, ihr seht das Rad. Ich hoffe, man sieht es. Ich werde es jetzt drehen, wenn ich das hinkriege. Vernünftig. So. Und das entscheidet jeweilig, was wir kriegen. Und es ist mehr im Blauen oder Schwarzen. Ich würde sagen, im Blauen. Und das Blaue, oh nein, das könnten Stinkesocken sein. Aber wir haben Glück, das andere könnte Kotze sein. Von daher schnappen wir uns jetzt die Bohne hier. Und werden jetzt das Pack öffnen. Und ja, freuen uns auf ganz viel Spaß. So, Guys, Schicksalsschmiede mit dem Break Lugia drauf. Ultimativ krasses Artwork, das will ich gar nicht sagen. Aber ich hoffe einfach, dass dass wir auch ultimativ krasses Luck machen. Wir haben noch keine Holo oder sonst was gezogen, ne? So, ich pack mal die Reverse und die andere Karte hier hin. So, wir schauen einfach mal. Wir haben ein N. Ammonitas Helix oder wie heißt das? Ammonitas Helix Fossil. Doch. Oh, doch, Geistesbund. Riolu. Rokora. Das Dianzi für Arme. Sesokids. Serpifeu. Pummeluff als Feenkarte mit Spoink und Serpifeu. Oh, Guys. Oder, doch, ich muss es tun. Okay, ich beiß drauf, sobald ich die Karte umgedreht habe, Guys. Oh, ein Feenbeet. Ein Feenbeet. Ich schmeck's schon so ganz leicht, aber ich glaube, ich habe Glück und es ist Tutti Frutti und es ist sogar eine Fenixus Horo. Das schmeckt gut. Er schmeckt zwar leicht nach Hundekot, aber es schmeckt gut. Und das ist unsere erste Foil. Ja, nice. Das gefällt mir. Das letzte Pack ist Dampfkessel, Guys. Und ich habe immer noch hier überall alles voller Tutti Frutti, Abreste von anderen Bohnen und es schmeckt nicht geil. Und kennt ihr das, wenn ihr so ganz klebrige Sachen isst und ihr habt die Hälfte noch im Mund und es ist nicht geil. Also ich bin kein Fan von Süßigkeiten auch. Naja, eigentlich schon, aber das Ding ist halt, wenn ich einmal Süßigkeiten angefange zu essen, dann kann ich nicht aufhören. Es ist einfach eine Sucht und ich glaube, ich sollte damit ehrlich mal zum Arzt gehen. Aber egal, wir haben jetzt einen Galopper hier. Nochmal zum Abschluss, vielleicht ein bisschen Packluck. Das wäre echt cool. Snobilikat, wovon wir noch keine Alola-Form gesehen haben. Das würde mich nochmal interessieren, ob das Pokémon eine Alola-Form bekommt. Schilteros, Kapuno, Ponita. Wir haben jetzt Galopper und Ponita. Das muss doch was bedeuten, oder? Wenn das schon die weiterwickelte Form, die vorwickelte Form ist. Merrill, Leufeo, Geronimatz, Glibunkel Reverse und komm schon, Arceus im Himmel.
oder jeweilig die weiterentwickelte Form vom Typ 0. Jetzt geheiligt werde dein Name und wir kriegen nur einen Razav, Guys. Nur ein Razav. Gate to the Games, was ist da los? Was ist da los? Leute. Ich bin eigentlich schon wieder sehr enttäuscht. Aber egal, denkt immer dran, falls ihr auch euch Pokémon-Karten holen wollt, könnt ihr natürlich gerne in die Beschreibung gucken, da ist ein Link von Gate to the Games. Wie es aussieht, nicht immer mit Packluck. Nicht immer mit Packluck, Guys. Und es haben auch Leute auf Twitter geschrieben, ey, yo, mein Paket ist nicht angekommen bei Gate to the Games. Leute, ich weiß nicht, was ihr habt. Also ich bekomme immer meine Pakete an. Ein Kumpel von mir bekommt auch immer meine Pakete an. Und mehrere Leute bekommen auch ihre Pakete an. Entweder ihr habt eure Adresse falsch eingegeben oder sonst was. Deswegen. Ist eine ganz legitime Seite, bringt die Karten auch relativ früh, beziehungsweise, was heißt relativ früh, relativ, ja, wie soll man das sagen? Gate to the Games ist auf jeden Fall eine klasse Seite, kann ich nur jedem empfehlen. Besser wie Amazon, klar hat man da kein Prime oder sowas, aber die bringen die Packs mindestens genauso schnell. Also ich habe die auch mal, glaube ich, vor einer Woche bestellt gehabt, dann kamen die vielleicht zwei Tage später an. Von daher, echt krass schnell geht der Versand. Der Support ist richtig gut, man bezahlt viel weniger Geld, man hat eine Web-App, wo man noch jeweilig Karten kaufen kann, man kann sich Hüllen dort kaufen, man kann sich alles über TCG kaufen. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab und... Ja, Guys, heute mal kein Packlack am Start. Wir haben eine Fanexis Holo noch gezogen, wenigstens eine Holo-Karte. Von daher sind wir nicht ganz leer ausgegangen. Wir haben hier auch noch die Pikachu EX bekommen, formidables A-Block. Aber Guys, man kann nicht immer Packlack haben. Ich weiß, das von mir zu hören ist natürlich eine Qual, weil ich habe normalerweise immer Packlack. Immer! Aber heute habe ich mir auch nichts gewünscht. Leute, es ist einfach so. Pikachu wollte ins Rampenlicht. Weißt du was, Pikachu? Das Rampenlicht, das gönne ich dir jetzt. Weißt du was? Jetzt hast du hier deine Rampenlicht, weißt du? Ohne Freunde! Du bist alleine! Niemand will dich haben! Niemand! Spaß beiseite, Guys. Falls ihr mehr Pack-Omics haben wollt, drückt auf jeden Fall den Like-Button. Das würde mich unglaublich freuen und unterstützen hier auf dem Kanal. Und ja, Guys, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Und ciao, Guys. Und vergesst nicht zu bewerten, jeweilig, für welches Pokémon ihr als nächsten Pack-Opening da haben wollt, ne? Das ist ganz wichtig, weil sonst weiß ich nicht, was ihr haben wollt. Von daher entweder Vulkanier oder Magianer. Von daher, bis nächstes Mal und ciao, Guys.